Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Transport Inc. In der letzten Folge haben wir ja angefangen, die Frachten in Frankreich hin und her zu fahren. Alles läuft wie geplant. Kapitel 5. Mitarbeiter, die deine Fahrzeuge fahren und bedienen, passe ihren Gehalt an, um ihre Laune zu halten und zu verhindern, dass Fahrer streiken. Eine käufliche Lizenz, mit der du dein Geschäft in neue Länder ausdehnen kannst. Ja, das hat man ja auch schon gelesen. Ein beliebtes Reisebüro bietet erstaunliche Sommerferienpakete auf der ganzen Welt an. Deine Städte werden in diesen Sommermonaten mit Sicherheit einen Anstieg an Reiseanforderungen verzeichnen. Und Straßenbau, der die Fahrzeuggeschwindigkeit auf einer bestimmten Straße verlangsamt. Okay. Neue Busse, neue LKWs und einige weitere Hindernisse. So, wir haben jetzt noch einen Konkurrenten mehr. Und wie immer, Kartoffeltransporte. Ich habe schreiben gelernt. So, wir müssen für diese Runde jetzt 3 Länderlizenzen kaufen, 25 Busse besitzen und 6 LKWs besitzen. Es gibt also keine Ziele, wie viele Frachter wir transportieren müssen oder wie viele Passagiere wir transportieren müssen. Von dem her scheint das doch ziemlich machbar zu sein. Wir müssen 3 Lizenzen kaufen. Ich wette, die kosten nicht zu viel. 25.000 Euro. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Luxemburg an. Möchtest du kaufen? Ja. So, wunderschön. Jetzt können wir Luxemburg anbinden. Gut, Luxemburg hat absolut kein interessantes Ziel. Ah, doch, hier treu. Stimmt. Natürlich wollen die Leute nicht dahin. Ach, ja. Aber hier Luxemburg-Paris. Und vor allem eine Bahnstrecke gibt es auch nicht. Also die Leute müssen hier mit dem Bus fahren. Gucken wir uns gleich mal an. Fahrzeuge, nee, hier Shop. So, die Liste wird... die Liste wird langsam echt lang hier. Steigt niemand ein. Das wundert mich jetzt so überhaupt nicht. Auch wenn die Leute mit dem Preisticket zufrieden sind, sie wollen nicht mitfahren. Deswegen... Hier. Zack, so. Bus. Bevor du da irgendwas machst, du fährst ja dahin. Sofort reisen. Und wie sieht's aus? Paris-Le Mans. Ja, ja, ja. Das ist wunderschön. Ja, machen wir mal. Bisschen Abwechslung hier. So. Wir müssen auch keinen Manager einstellen. Das ist auch ganz angenehm. Hier können wir einige Frachten bringen. Das ist natürlich auch schön. Wie viele waren es? 131. Ja, dann können wir doch... Wunderbar, wir haben schon mal 3 Linien, die laufen. Die hier lösen wir jetzt erstmal. Einfach nur, um die Übersicht zu behalten, was wir hier haben. Hier, wie sieht es hier aus? Dion, Lyon. Das kann man auch noch zusammenbinden hier mit einem LKW. Dann würde ich einfach gleich nochmal den gleichen draufsetzen. Clermont-Ferrand. Ja, das passt wunderbar für die Passagiere. Dann machen wir das auch noch. Und danach müssen wir mal ein bisschen das Geld arbeiten lassen. Oh. Ja, das hat ja jetzt hier weniger geklappt. Dann fahr halt auch noch dazu. Sofort hinreisen.
müssen wir da etwas komfortableren Bus nehmen nachher. So, Luxemburg. Ey, ich habe eine Lizenz für Luxemburg gekauft und dann kann ich den mal verwenden, weil keiner mitfahren will. Das ist ja auch toll. Joa, das klappt, das klappt. Das Geld kommt schon langsam wieder rein. Amsterdam. Wie sieht's aus? Wir müssen 25 Busse müssen wir besitzen. Was ja echt nicht wenige sind. Ja, ich denke mal, ich kaufe mir noch Belgien. Und dann nach Amsterdam. Dann kann ich dann noch hier Brüssel, Amsterdam oder hier Groningen, Amsterdam machen. Dann einmal... Nee, noch nicht. Ich wollte hier die Niederlande haben. So, jetzt bin ich gespannt. Die Leute hier mehr Bus fahren wollen. Dafür machen wir einmal eine Linie von hier nach da und setzen einen wunderschönen Bus dahin. Ne? Ich gönn den Holländer mal ein bisschen mehr Komfort. Guck mal, perfekt. Was sagt der Preis? Der Preis ist nice. Der Preis ist nicht so nice, okay. Wir haben ja jetzt auch die Busfahrer, um die wir uns kümmern müssen. Busfahrer. Wir haben bis jetzt 6 Busfahrer, Gesamtgehalt 15.000, sind aber nicht wirklich zufrieden. Aktuelles Gehalt 2.500. Wir können das aber auch hochdrehen hier. Ich würde mal sagen, können wir den... 2. Kann man das tippen? Nein. 258. Mal gucken. Aber das sind wir erst im nächsten Monat dann. Na toll! Ey, ich hab gerade in dem Moment euren Gehalt gestiegen. Wie viel wollt ihr denn? Ah, okay, das sieht man doch direkt. Okay. Wir sind glücklich ab 2.900. Top. Kriegt er. So, wie kann ich das denn jetzt hier? Fahrerstreit. Deine Fahrer weigern sich zu arbeiten, weil sie mit ihrem Gehalt nicht zufrieden sind. Wähle das Fahrer-Tab. Um das Gehalt deiner Fahrer anzupassen. Haben wir gerade. Ich kann es aber nicht wegklicken. Ja, okay. Ziehe den Schieberegler nach links. Halte deine Fahrer bei Laune, um Streiks zu vermeiden. Wenn deine Fahrer bei Streiken, kannst du sie mit der Schaltfläche auszahlen, sofort wieder in die Arbeit bringen. Ah, okay. Okay. Dann läuft das. Ja, ich hab ja. Die fahren ja wieder. Und die sind zufrieden. Schon wieder? Alter. Die sind noch zufrieden. Ja, dann kriegt er 3000. Und hier sofort auszahlen. So, das war jetzt das dritte Land. Meine Güte, die sind aber überall am Bauen hier. So, also die Busse, die fahren hin und her, das passt alles. Ich würde mich immer noch um Paris konzentrieren. Einfach nur, weil... Oder hier um Bourges. Das ist... Ja, vielleicht ein Depot hier in Bourges bauen. Ich denke, das wäre vielleicht das Gescheitste. Für die Reparaturen. Bourges, Clermont-Ferrand? Nee, okay. Da will keiner fahren. So, setzen wir noch erstmal so einen kleinen Bus dahin. Ich meine, die Leute fahren mit. Also, passt schon. Und das sind 16, also... Huch! Na, wie gut, dass wir da jetzt keine Linie gemacht haben. So, Depot. Dann holen wir uns einen Manager. Wobei wir dafür jetzt noch ein bisschen warten müssen.
Weil die Busse werden langsam hier da kaputt. Wir brauchen einen Manager jetzt. Zack. Reparieren bei... Ja, komm. Lass es bei 30. Ja, ne, 25. Und repariert bis... bis 90, so etwa. Zuweisen. Automatische Zuweisung. Wenn eingeschaltet, werden neu gekaufte alle zuweisen und, ne, so. Manager, du musst dich um alle Busse kümmern. So, zwischen Paris und Ding wollen auch viele Personen fahren. Von dem her setzen wir da noch eine Buslinie drauf. Okay, wir setzen da keine Buslinie drauf. Dann setzen wir eine Buslinie da drauf. Die Busse fahren eigentlich alle voll. Ich kann doch hier die Übersicht. Sehe ich, wie viele drin sind, Passagiere? Sehe ich nicht. Ich sehe nur den Zustand der Busse. Gut. Dafür muss ich dann trotzdem hier gucken. So, der fährt zur Reparatur. 9 von 25 Busse, Alter. Es wird doch nie was. Wie willst du 25 Busse hier unterkriegen? Wie läuft's hier? Läuft. Ihr kriegt noch einen Bus. Ja, wenn ich Geld hab, kriegt ihr noch einen Bus. Aktuell ist es halt jetzt hauptsächlich warten. Wo können wir so einen kleinen Drecksbus verwenden? Ja, du musst jetzt halt eine halbe Weltreise machen, da kann ich aber nichts für. So, zwischen Lyon und Clermont-Ferrand, das klappt ja nicht. Vielleicht klappt es mit einem etwas teureren Bus. Zum Beispiel sowas. Ja, damit klappt's. Aber das Geld fließt. Das Geld fließt. Ihr tatsächlicher Kontostand. Brüssel-Calais könnten wir noch gucken. Weil wir müssen halt Linien bauen. Wir müssen Linien ohne Ende bauen. Das ist so ein bisschen mein Problem, weil 25 Busse kriegen wir sonst nicht unter. Ja, einmal erste Klasse und einmal zweite Klasse Bus, aber... Okay, wie kann ich davon jetzt den Preis anpassen? Aha, Doppelklick drauf und dann... Gut, gut. Aha, und hier kann man auch die Übersicht sehen. Der Bus wird trotzdem voll. Gut. In der Linienübersicht, Moment mal hier. Hier sehe ich die einzelnen Linien. Alphabetisch sortieren und nach Gewinn sortieren. Und stopp, 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 stopp. Die Busfahrer streiken schon wieder. Sag mal, was wollen die denn für ein Gehalt hier haben, ey? Wie sieht's hier aus? Nantes, ja, ja. Erste Klasse Bus können wir setzen. So, die werden alle voll, die werden alle voll, die ist auch voll. Hier fahren definitiv genug. Hier ist definitiv genug Potenzial, da setzen wir auch. Gleich mal noch einen solchen Bus drauf. Das ist so ein kleiner. Wenn es den Leuten reicht. Tourismus. Dijon ist also eine Touristenstadt. Ich denke mal, da kann sogar noch ein dritter drauf. Ja. Fahrzeug repariert. So, wir machen Geld ohne Ende hier. So, wie sieht's aus? Die noch zwei LKWs drauf. Einen zumindest noch drauf. Hier drauf. So, die drei Länderdinger haben wir ja. Wo kriegen wir jetzt noch ein paar Güter unter zwischen Lüttich und Luxemburg? Ne, zwischen Brüssel und Luxemburg. Zwischen Luxemburg und Brüssel machen wir dann eine Linie und setzen einen solchen LKW drauf. Aber so wird es langsam unübersichtlich. Bus, 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 Bus. Wie wäre es mit so einem Bus hier? Nein.
Gehen wir dann mal noch kurz nach Deutschland. Die Schweiz mal noch. Schon mal noch die Schweiz hier nehmen. Ja. Na toll. Hat sich ja echt gelohnt. Die Schweizer werden bestimmt nicht mitfahren wollen, oder? Na doch. Und zwischen Amsterdam und Brüssel sind ein paar erste Klasse Leute. Aber die werden eher mit der Bahn fahren. Deswegen mache ich da mal keine Linie. Ja, wir haben jetzt 19 von 25. 6 Busse müssen wir noch. Das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und ich würde sogar sagen, so ein Bus drauf. Das sind schon mal 2 gewesen, ne? So schnell geht's. Oha. Oha. Die Leute sind ja... Oha. Komm schon. $100. Jo. Leute. Übertreibt. Ah. 104. Ja, nice. 104 wollen sie zahlen. Ach komm, wisst ihr was? Wir versuchen es. Jetzt mit Calais. Nehmen wir einen solchen Bus. Ja, das klappt. Können wir 2 solcher Busse nehmen? Könnten wir. So, wir müssen noch 2 Busse kaufen. 2 Busse. Es muss ja nicht funktionieren. Ich meine, das Geld... Deswegen kaufe ich noch 2 Busse und 2 komische LKWs, auch wenn hier überhaupt keine Nachfrage ist, und fertig. Das war's. Meine Fresse, hat sich das lang gezogen, wie Kaugummi. Und ich würde sagen, das war's dann für dieses Kapitel hier. Das müsste jetzt Kapitel 6 gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Es wird auf jeden Fall immer komplizierter, jetzt wo man mit den Busfahrern achten muss, dass die zufrieden bleiben. Ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. Und das Ganze kommt ja nochmal für die Bahn, für Schiffe und für Flugzeuge. Pff. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.